2, 1, go! Ja, also da stand in der E-Mail Fotograf und leidenschaftlicher Radfahrer. Ich habe das als zu profan empfunden. Jetzt steht da hinten an meinem Stand Fotografie und Projekte, Bureau for Good Lobbying. Das gibt es in der Form noch nicht. Was hier mit dem Rad nach Peking, mit kreativen Prozessen und Good Lobbying zu tun hat, das bleibt dann vielleicht eher für die Fragerunde nach den 10 Minuten übrig. Ich würde sagen, kann man das Licht eigentlich noch weiter ausmachen? Wenn ja, dämmen wir etwas herunter und beginnen mit dem ersten Fahrradprojekt, was ich 99 gemacht habe. Das ging hier südwärts, könnte man sagen, von Frankfurt nach Peking. Damals bin ich mit dem Michael Giefer gefahren, ein Freund, 25 Jahre alt, Sonderpädagogikstudent aus Euskirchen. Meine wenig dem Abitur direkt nach 19 Jahren ging es hier auf der ersten gesponserten Tour, wo uns die Industrie Fahrräder zur Verfügung stellte, durch Rumänien, hatten viel Spaß hier mit dem ganzen Haus- und Nutzvieh, was da völlig frei herumsprang in diesem abenteuerlichen Nachbarland, hatten wunderbare Wochen in der Türkei, haben das Wasser wieder neu schätzen gelernt, wahnsinnig viel Deutsch gesprochen von rückgekehrten Türken, von Türken auf Heimaturlaub, hey krass, bist du mit dem Fahrrad bis hierher gefahren, die uns zum Chai eingeladen haben, also wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt, am Ararat vorbeifahrend und hatten ein bisschen Respekt vom Iran, wie das wohl werden würde. Letzten Endes unglaublich gastfreundlich, wir wurden häufig eingeladen, immer wieder nach dem Schema, dass zum Beispiel der Gemüsehändler uns einlud und sagte, du, ich kann Englisch, komm mit nach Hause, dann können wir ein bisschen reden und dann haben wir eben erzählt, wie das in Deutschland ist. Entschuldigung, haben uns hier spontan diese Blumen hingelegt, was ich unglaublich gastfreundlich fand. Und damit ist das eigentlich eins der schönsten Bilder hier für mich von dieser Reise. Durch Turkmenistan ging es hindurch mit den Frauen mit den goldenen Zähnen. Das ist das Statussymbol. Kirgisistan nur ein schnelles Politbild der Micha und der Lenin zusammen. Und dann ging es auch schon hier in die Berge. Einige Abenteuer im Tian Shan-Gebirge gehabt, was der erste Ort war, der uns hier wirklich vom Sattel geprügelt hat, könnte man sagen. In China war es dann richtig abenteuerlich. Wir sind als einer der ersten Teams die Südroute der Seidenstraße entlang gefahren, um die Taklamakan-Wüste herum. Aber im Grunde genommen ist es wichtiger, dass wir zum nächsten Projekt kommen. Und das war das erste Tandem-Projekt. Das fing so an, dass ich beim Zivildienst als Wattführer und Vogelwart auf Sylt mir dachte, jetzt musst du langsam mal ein Mädel gewinnen und habe mir so ein kompliziertes Tandem-Projekt überlegt, wo ich ein halbes Jahr lang mit wildfremden Menschen durch Südamerika fahren wollte und auf die Art und Weise hatte ich dann tatsächlich meine damalige Freundin kennengelernt. Das ist sie nicht, das ist einer der verrückten Amerikaner hier, der mitkam und genau, zudem auch nochmal ein ganz kleines bisschen Musik. Sind das tatsächlich meine Minuten? Meine Güte, wie das schnell. Ja, hier durchs Altiplano, was ruhig ein bisschen leiser, das bolivianische Altiplano, wunderschöne Landschaft. Mir ging es um Interaktion, ich wollte gucken, wie ist das mit fremden Menschen zu interagieren. Ich habe gesehen, es ist gut, es macht Spaß, ich kann Spanisch lernen zum Beispiel, ein bisschen konnte ich schon. Dann ging es mit einem deutschen Peter Wolf aus Andernach weiter, mit einer französischen Politesse Nancy, 28, aus Paris. Also ganz wilde Tour und das war für mich der Einstieg eben in dieses Tandemfahren und zwischen dem Grund- und dem Hauptstudium des integrierten Designs hier an der HFK in Bremen habe ich die Blind Cycle Tour, deren Original-Tandem auch da hinten steht, ersonnen. Das war eine 1,5 Meter lange Excel-Tabelle, 6000 E-Mails, bis diese Tour so stand, wie sie durchgeführt wurde. Es ging letzten Endes darum, direkt von Bremen aus eigener Kraft nach Singapur zu fahren und dabei eben Blinde, zum Beispiel hier Toni und Martina, zwei Bremer Blinde mitzunehmen und mit denen eben ins Abenteuer direkt bei Pferden, noch mit einigen Kommilitonen am See hier kochen, sich im Wasser waschen. Eben das, was die deutschen blinden Tandemclubs nicht leisten können, die im Jugendherbergsbetrieb unterwegs sind, diesen Dreckmodus den Blinden eben ja, auch ermöglichen. Das Konzept ist eigentlich wirklich sehr gut aufgegangen. Es geht im Schweinsgalopp weiter mit einem Blinden aus Bruchhausen-Vilsen, der sogar Bilder gemacht hat. Hier seht ihr Bilder von Dirk. Der hat sich entschieden, mit der Olympus-Sucherkamera Schwarz-Weiß-Bilder zu machen, weil er wusste, dass das ja, grafischer wirkt. 2 Minuten. Und ja,
Genau, eines dieser Bilder aus diesem wunderbaren Kunstprojekt, blind fotografiert innerhalb der Blind Cycle Tour. Es folgte nach dem Diplom hier als Fotograf sozusagen das letzte Projekt von 2009 bis 2010. Vámonos Enseñas hieß das, ganz kurz zusammengefasst, lasst uns ein Zeichen aufbrechen. Es ging darum, verschiedene Profis, Hörende wie Gehörlose, die beiden deutschen Studentinnen in der Mitte, die gehörlosen Bolivianischen hier auf der Seite, zusammenzubringen, um mit denen zusammen Bildungsarbeit zu leisten, Regelschulen zu besuchen und dort eben die Gebärdensprache, die Kultur der Gehörlosen, der vor Ort zu kommunizieren, durch Presseartikel auf die aufmerksam zu machen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir hatten insgesamt 90 Workshops leisten können. Wir hatten mit unserem super brasilianischen Team tolle Zeitungsartikel national in Brasilien, als auch hier in Bolivien, in Ecuador ging es auch weiter. Ein halbes Jahr lediglich 3000 Kilometer gefahren. Dabei war das Tandem natürlich nur Mittel zum Zweck. Wir haben wunderschöne Landschaften erlebt, die ich euch jetzt halt leider doch nicht mehr zeigen kann, weil die 7 Minuten verdammt schnell vorbeigehen. Und als ich nach diesem für mich zwar finanziell ziemlich desaströsen, aber sehr schönen Projekt wiederkam, habe ich ein Buchprojekt realisiert über ein ASA-Stipendium am Kaspischen Meer, und zwar der Förderung von Nachwuchsentwicklungsmenschen sozusagen. Es ging darum, hier in der Stadt Baku die Architektur zu dokumentieren. Es ist ein Buch entstanden. Die Bilder, die da drin sind, zeige ich jetzt nicht. Für den Designprozess haben wir auch keine Zeit, aber ihr seid ja alles Kreative und von dem her kennt ihr diesen Buchprozess. Ich habe den auf der Subskriptionsbasis realisiert und freue mich über ein Gespräch mit euch gleich da hinten. Und wir können auf Fahrrad fahren, wenn ihr Lust habt. Und vielen Dank. Tschüss.